sorry. I don't know how to help you. But you can. You can help us all. I thought I failed. I thought I'd never reach you. But you came. I can't save you. But you can. You can save them all. But the others already dying. Who? Followers. Your followers. Know what? You must find. Must find the investors. Those guys terrify me, boss. That's why we're here, so we can get to Abe before they can get to us. All right. Now I want your slick pals positioned all around this place, because we are not letting that Abe guy get away from us again. You got it, boss. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Oddworld Soulstorm. Wiedervereint, finde die anderen überlebenden Mudokons und überlege dir, wie es weitergeht. Machen wir? Ein ganz schön trauriger Anfang. Sind mir doch fast ein paar Tränchen geflossen. Und ich bin mal gespannt, was er meint, damit, dass wir und alle anderen es noch nicht wissen. Chanten. Halte LT gedrückt, um zu chanten und nutze L, um die Skikugel zu bewegen. Nutze sie, um das Skischloss zu aktivieren. Okay. Here we
Das müsste das Schanten sein. Ah, und jetzt haben wir die Kugel und die muss wahrscheinlich da rein. Nee, hat noch nichts gebracht. Jetzt. Und die Tür öffnet sich, alles klar. Ja, und ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, was er uns in die Hand gedrückt hat. Sah erst aus wie eine Landkarte, dann hat es aber stark geleuchtet wie so ein Gelee Royal. Aber anscheinend hat er schon länger auf uns gewartet und sich sehr gefreut, dass wir ihn kurz vor seinem Ableben noch finden konnten. Naja. Huch. Was haben wir denn hier? Halte LB, um dich an Feinden vorbeizuschleichen, hochzuhieven und leise vorbeizuspringen. Der da unten schläft. Ist die Frage, müssen wir uns schon leise hier runterhangeln? Ja. Er schläft weiter. Glukonentechnologie, die Ape daran hindert, seine spirituellen Kräfte zum Schanten einzusetzen. Das sind also die roten Kügelchen, okay. Ah, ich hoffe mal ganz stark, dass der nicht wach wird. Wir haben oben eine Leiste, wie der Status gerade ist. Gehen wir jetzt einfach an dem vorbei. Ah, wir können ihm was stehlen. Jetzt habe ich wirklich X gedrückt. Ist es auf dem Computer natürlich nicht. Ah, zum Fesseln halten. Das ist natürlich cool. Wir haben ihn gleich so gefesselt, dass er auch nicht mehr schreien kann. Jetzt ist die Frage, kann ich leise hier rüberspringen? Na, es ist ganz kurz auf Mittel hochgegangen. Also ich glaube, springen macht schon ein bisschen mehr aus. Jetzt ging es wieder. Gut, wir warten mal, bis der Gute da unten wieder drüben ist und dann springen wir schnell runter. Ah! Ah. Mist. Haben wir ihn doch noch mit unserem Fuß am Kopf berührt. Müssen wir erstmal wieder warten, bis die Leiste sich beruhigt, weil ansonsten ist der mir tatsächlich zu hektisch. Wir haben leider kein Feuer in der Nähe, sonst hätte ich mal eine Brauflasche oder Bräuflasche drauf geworfen. So, komm, beruhig dich wieder. Jetzt ist wieder alles gut. Weiß halt nicht, ob wir den auch schnell fesseln sollten. Ich glaube eher, wir rennen einfach dran vorbei. Oder wir schleichen dran vorbei, besser gesagt. Oh, das war ganz schön knapp. So, es geht links und runter. Ich würde erstmal nach unten gehen. Muss mal schauen, ob es jetzt hier weitergeht oder die Geheimareal. Also war das die Gelegenheit, etwas zu finden. Und oben geht es dann richtig weiter. Drüben ist noch was Blaues drin. Es dort leuchtet unten rechts, aber ich war ja so. Ja, ich bin davor. Hat man trotzdem nicht richtig gesehen. Stuhl im Weg. Aber ich glaube nicht, dass wir da hin können. Oder vielleicht sind wir auch gerade durch die Tür dorthin gegangen. Keine Ahnung. Brauchen wir nicht. Wir müssen hier weiterkommen. Denn wir sollen die Wächterin finden. Naja, jetzt ist ja nicht schlimm. So, die können wir zerklopfen. Eine Bräuflasche gab's. Und hier vorne werden wir wieder Wasser finden. Und jetzt müssen wir mal schauen. Wir können die Tür anscheinend unten wieder aufcharnten. Der Typ da unten ist am Start. Wenn ich die aufmache, wird er hier langkommen. Ich weiß halt nicht, aber ich glaube, die können auch nach schräg oben und schräg unten schießen. Wir probieren es mal so, dass wir uns einmal eine Gebräuflasche nehmen. Die da drauf werfen. Jetzt die Tür aufmachen. Und dann eventuell nochmal eine werfen. Komm schon, renn ihn ab. Ach Mist. Er war schlauer als wir. Wenn wir die oben drüber werfen. Ach, der ist aber auch gut. Ja, jetzt müssen wir mal überlegen. Entweder müssen wir erstmal wieder alles löschen. Ich lösche erstmal hier oben drüber. Nein! Obwohl, die ist schon aus, ne? Ja, na, ein kleines bisschen weniger ist es geworden.
Geht das jetzt auch von alleine aus, das kleine Stück, oder nicht? Ja, es geht aus. Gut. Das heißt, wir wechseln wieder zur Gebräuflasche. Wir müssen eigentlich hoffen, dass er mal wieder ein kleines Stück nach vorne läuft. Und zwar jetzt. Nein, immer noch nicht. Das sind aber auch schlaue Biester. Wir haben nicht mehr so viele Gebräuflaschen. Irgendwie werfe ich die alle dagegen. Alles brennt hier unten. Jetzt aber, komm. Ja, wir haben es geschafft, sehr gut. Hätte wahrscheinlich auch schon bei einem einzigen Schuss geklappt, wenn man sich ein bisschen besser anstellt als ich. Müssen wir den ganzen Spaß hier auch wieder leer machen. Oder ausmachen. Das reicht ja prinzipiell schon. Und da haben wir es geschafft. Sehr gut. Bisher kommen wir ja eigentlich ganz gut durch. Wir haben den nächsten Checkpoint. Und auch wieder die nächsten Gegner. Also ist leise machen angesagt. Hier wird es Wasser geben, genau. Und ein weiterer Tipp, schleichen. Ja, das weiß ich doch schon. Jetzt lasst uns mal überlegen. Der unter uns auf der Ebene wird genau auch die andere Seite besuchen. Das heißt, wir warten, bis der weg ist, springen rüber. Eigentlich könnten wir ganz runter springen. Ja, okay, die können auch nach schräg oben gucken, also werden die uns auch weiter oben entdecken. So, und jetzt gehen wir hier ganz schnell runter. Ah, das wird mir zu knapp. Aber Mist, jetzt kommt ja auch der andere. Shit. Nee, wir müssen wieder hoch. Wir müssen es anscheinend doch in einem Rutsch schaffen. Oder? Dreht der sich schnell genug um? Nee. Wir gehen das Ganze mal lieber etwas ruhiger an. Ja. Shit. Oh, na, ach Mist, der hat uns trotzdem getroffen. Ja, so viel zum Thema, wir gehen es ruhiger an. Naja, ein Tod. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Ah, jetzt haben wir die ja gleich. Wir waren ein bisschen laut, ich bin nicht geschlichen. Aber es beruhigt sich ja zum Glück immer alles relativ schnell. Wir hätten eigentlich auch eine Bräuflasche werfen können, um den gleich zu erledigen. Wäre eventuell auch ein Plan. Ich glaube, es ist sogar ein ganz guter Plan. Komm her, mein Freund. Und jetzt. Ja, das hat doch mal richtig gut funktioniert, aber Alarmstufe hoch. Wir können natürlich hier prinzipiell runter, wenn wir das jetzt schnell hinkriegen. Ja. Dann darf er auch gerne vorbeikommen. Ist halt die Frage, was jetzt besser ist, schleichen oder töten. Aber wir haben am Ende des ersten Levels ja auch einen Rang gehabt, wie viel wir getötet haben. Also ist die kleinen Biester auszuschalten vielleicht gar nicht so verkehrt. Hier ist so eine rote Kuller. Ah! Nein! Du sollst nicht runterfallen, du Vollidiot. Mist, das haben wir nicht getroffen. Geht das Lagerfeuer auch mit aus, wenn wir Wasser drauf werfen? Ich glaube nicht, ne? Machen es mal wieder aus. Um ihn etwas zu beruhigen. Ne, das Feuer bleibt. Na, ein Glück. Und erstmal auf den Kopf und danach ins Feuer mit ihm. Heimareal gefunden. Gut, also es ist trotzdem auch sinnvoll, die Dinger zu sammeln, wenn unser Lebensbalken komplett voll ist. Weil es gibt ja hier alles Trophäen und wird ja alles mitgezählt, was wir machen. Weiter runter ging es da, glaube ich, nicht. Das heißt, wir können jetzt wieder hoch. Jetzt müssen wir mal überlegen, was wir mit dem Typen machen. Bin mir nicht ganz sicher, warum dort so eine rote Kuller ist. Weil irgendwas zum Chanten hätten wir ja gerade eh nicht. Also würde ich zumindest nicht sehen. Au, ah, okay. Ich drücke mal die falsche Taste. Ich wollte nämlich eigentlich draufhauen. Also kriegen wir...
gut, Schaden glaube ich nicht. Balken ist immer noch voll unten. Aber jetzt natürlich die Frage, was wir mit dem Typen machen. Dreht sich nochmal um. Ah. Okay. Wir sind ihm jetzt erstmal ausgewichen, weil ein Feuer ist nicht in der Nähe. Wir hätten den vielleicht irgendwie fesseln können mit Klebeband, aber... Was soll's. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Tarnte, um von einem Slick Besitz zu ergreifen. Besessene Slicks können auf andere schießen, Türen öffnen, umgehauen werden oder explodieren. Hey, das klingt ja mal richtig interessant. Machen erstmal auf. Dann weiß ich nicht, ob wir jetzt mit der Puller einfach in so einen Slick reingehen können. Ja. Ja, mega. Wissen die jetzt, dass ich ein Böser bin? Nö, wissen die nicht. Ja, ne, das macht doch viel mehr Spaß. Das sagt ihr mir jetzt. Tippe auf LT zum Betäuben des Slicks. Ich jetzt noch wüsste, was LT war. Ich spring erstmal runter. Nein, jetzt haben sie es gemerkt. Verdammt. Okay, ich glaube, sobald wir einen umgebracht haben, ist denen auch bewusst, was hier vor sich geht. So, wir nehmen dich mal wieder. Was ist das da oben? Müssen wir mal schauen. Ah, okay. Mit der Taste F auf dem Computer können wir ihn dann auch zum Explodieren bringen. Das ist natürlich mega cool. Geht's hier nicht weiter? Doch. Ach, habe ich gar nicht gesehen. Sah gerade ein bisschen komisch aus der Perspektive. Ja, ich glaube, ich weiß, was wir mit dir machen. Du musst nämlich uns den Hebel da mal umlegen, bitte. Dankeschön. Und das war's. In deinem mickrigen Leben. Da war noch einer drin, ne? Mhm. Aber den brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Wir können hier rüben einmal die Tür öffnen. Weiß halt nicht. Wir machen den mal noch tot. Ich würde schon versuchen, alle zu erlegen. Zumindest alle, bei denen es möglich ist. Aber wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, dass wir Besitz von denen ergreifen, würde es ja eigentlich mit allen funken. Ich glaube, da kommen unendlich viele nach, dass, falls man dort einen Fehler macht, immer noch den Hebel betätigen kann. Checkpoint erreicht, wir sammeln noch ein bisschen Wasser ein und da wartet schon der nächste Slick auf uns. Lauf mal darüber. Ich glaube, da wartet was auf dich. Das hat nicht getroffen. Au, 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 ah. Ach Mist. Hier ist auch noch. Hier geht's noch. Nee, okay, er macht dann automatisch das Ding kaputt. Alles klar. Ich dachte, ich kann von ihm Besitz ergreifen. Lass den einfach ins Feuer laufen. Wäre natürlich das Einfachste gewesen. Ich glaube, wenn ich so werfe, wird nicht reichen. Nee. Nee, da ist er immer zu schnell. Das heißt, wir müssen erstmal wieder löschen.